So, es geht wieder weiter mit Let's Play Olivion. Im letzten Part haben wir das Schwert zurückerlangt und geweiht, was relativ schnell ging. Und nun können wir zurück zur Priorei und ich hoffe, dass Herr Lothar Matthäus wieder da ist. Ja, da ist er. Edler Kreuzritter, der Prophet ist hier. Er ist soeben eingetroffen. Das ist gut. Er schien zu wissen, dass ihr kommt. Er sagte mir, ich solle euch erwarten. Und da seid ihr ja. Kommt, er predigt in der Kapelle zu den versammelten Rittern. Ach, der ihr solltet sofort mit ihm sprechen. Irgendwie passen die Pfeile nicht rein. Und so sollen neun Ritter als Verkörperung der Macht der neun Göttlichen gemeinsam ausziehen, um sich dem Ungefiederten zu stellen. Und er soll in die Tiefe geschmettert und seine Boshaftigkeit in alle Winde gestreut werden. Er soll seine Tage als Staub in der Leere beenden. Geht jetzt, Ritter, stellt euch der Bestie. Fürcht, die Zeit ist gekommen, Kreuzritter. Mist. Jetzt habe ich seine schöne Ansprache durchbrochen. Ihr seid aus eurem bescheidenen Schattendasein herausgetreten und zur Legende geworden. Keine Großtat, die ihr in eurem Leben vollbracht habt, ist vergleichbar mit dem, was ihr nun geworden seid. Ihr seid eine Inkarnation von Pelinal Weißplanke, dem Fluch von Umaril dem Ungefiederten. Die Zeit ist gekommen, euer Schicksal zu erfüllen. Umaril versteckt sich im alten Tempel von Garlas Malatar. Ihr müsst dorthin gehen und ihn vernichten. Nein. Wenn ihr Umaril gegenübertretet, würdet ihr dasselbe Schicksal erleiden wie Pelinal. Aber die Zeiten ändern sich und selbst die Gestalt des Göttlichen muss sich daran anpassen. Einst waren es die acht, doch steht ihnen nun einer mehr zur Seite und sie sind die neun geworden. Ja, durch die Apotheose des Tiber Septim wurde das Gesicht des Göttlichen verwandelt. Talos ist aufgestiegen und aus den acht sind neun geworden. Also, obwohl ihr die Rüstung der Götter tragt, ist sie doch unvollständig. Ein Relikt der alten Sitten und der alten Götter. Euch, der ihr euch als Hüter dieses Reiches und mächtigster Krieger seit Jahrtausenden erwiesen habt, gewährt Talos seinen heiligen Segen. Mit den alten Gaben der Acht und der neuen Gabe des einen gewappnet seid ihr nun bereit, gegen Umaril anzutreten. Segen des Talos. Das wird euch ermöglichen, Umaril nach dessen Tod ins Geisterreich zu folgen. So könnt ihr seinen Leib und seine Seele für alle Zeiten vollständig vernichten. Ihr müsst zuerst seinen lebenden Körper töten. Dies liegt jenseits der Macht der meisten Sterblichen, doch ist dies nur die geringere eurer beiden Aufgaben. Seine dädrische Natur ermöglicht es seinem Geist, nach dem Tode nach Oblivion zu fliehen. Dies hat Pelinal erfahren, als er Umaril das erste Mal besiegte. Aber ihr könnt das, was Pelinal nicht vermochte. Der Segen von Talos wird euch ermöglichen, dem Geist von Umaril zu folgen, wenn er seinen Körper verlässt. Dies ist eure Aufgabe, und ihr dürft nicht versagen. Das werdet ihr auch nicht, denn die Neuen kämpfen an eurer Seite. Ich will mehr über den Geist von Umaril. Was? Als Umaril sich mit den Daedra vereinte, dehnte sich sein Geist über dieses Reich hinaus aus. Seine körperliche Gestalt kann zwischen den Reichen umherreisen, doch sein Geist ist gebunden. Wenn sein Körper zerstört wird, reist sein Geist zurück nach Oblivion und wird in den Feuern der Schöpfung neu gebildet. Mit der Rüstung der Götter und dem Segen Talos könnt ihr ihm dahin folgen, wohin Pelinal nicht gelangt ist und seinen wahren Geist vernichten. Sobald sein Geist zerstört ist, wird er völlig ausgelöscht, getilgt aus allen Reichen der Existenz. Garlas Malatar war der westlichste Vorposten des Aeleidenreichs. Er wachte über die Abekanische See, wie wir sie nennen. Seit seiner Rückkehr hat Umaril Garlas Malatar zu seinem Quartier gemacht. Dort müsst ihr ihn suchen. Umaril kann in seiner körperlichen Gestalt auf normale Weise nicht besiegt werden. Seine Hiebe strecken die mächtigsten Krieger mit einem einzigen Schlag nieder. Die Acht schufen die Reliquien, um Umarils grausamer Macht zu widerstehen. Versucht nicht, ihm ohne diesen göttlichen Schutz entgegenzutreten. Das hätte er mir nicht sagen sollen.
Eure Ritter werden sich bei Garlas Malatar sammeln und auf euch warten. Och nee. Ruft alle zusammen, die ihr für würdig haltet. Nicht alle, die diese Hallen betreten, werden zurückkehren. Jene, die im Dienst der Neuen fallen, werden auf ewig in den Hallen ihrer Väter weiterleben. Ich wünsche euch Glück bei eurer Mission, Kreuzritter. Wir verlassen uns auf euch. Das, was eben mein Mikrofon für Töne gemacht hat, war mein Hals, der geknackt hat. Ja bitte, Kreuzritterfürst? Kreuzritterfürst? Ritter, erlaubt, dass ich mich vorstelle. Ich bin Brellin von Silvinar, zu euren Diensten. Ich bin gekommen, um mich als Ritter im Dienst Auriels anzubieten. Wer ist Auriels? Oder Akatosh, wie er in Cyrodiil genannt wird. Ich habe nur meine Geschicklichkeit mit der Klinge anzubieten, die nicht unerheblich ist, und meine Verehrung für unseren Herrn Auriel. Wollt ihr mich akzeptieren, so unwürdig wie ich bin? Desto mehr, desto besser. Ich fühle mich geehrt, dem Orden unter eurem erlauchten Kommando beizutreten. Ich bin kein Fürst. Entschuldigt mich, ich muss ins Waffenlager gehen und mich ausrüsten, wie es einem Ritter der Neuen zukommt. Oh, schick. Brennt. Flieht. Wieso, kleine Ameisen. Wow, das macht ganz schön wenig Schaden, also. Ui. Cool. Ich rede nochmal mit den Geistern in der Runde. Aber na gut, jetzt bin ich halt ein Kommandantenfürst. Wo ich den Fürstentitel hab, keine Ahnung. Muss ja keiner so genau wissen. Seid gegrüßt. Die werden mir auch nicht sagen. Euer Schwert immer. Bruder. Ich stehe euch. Auch wenn ihr größere Taten vollbracht haben mögt, hat mir keine mehr bedeutet als die Erlösung meines Freundes Berich. Bald werden wir alle unsere lang verzögerte Reise nach Aetherius beenden und Sir Berich wird wieder bei uns sein, wie früher. Ich danke euch. Geht mit. Ihr habt meine Seele vor dem Bösen gerettet, das mich umgarnt hatte. Dafür stehe ich auf immer in eurer Schuld. Die alte Erbitterung, die mir im Leben so wichtig vorkam. Was ist sie nun? Wie kann sie gegen meine Seele aufgewogen werden? Die Ritter der Neuen stehen erneut Seite an Seite. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Wir stehen tief in eurer Schuld. Ich nahm das Schwert mit mir ins Reich des Bösen. Ihr habt uns beide gerettet. Die Götter lächeln angesichts solcher Taten, edler Ritter. Das Böse ergriff Besitz von mir. An jenem Tag, an dem ich Sir Caius auf den Stufen der Priorei erschlug. Ach, das ist ja Berich. Ich hetzte ihn auf, da ich seinen Jähzorn kannte. Und dann tötete ich ihn, als er die Waffe gegen mich zog. Ich habe ihn kaltblütig umgebracht. Und das mit dem heiligen Schwert. Ich hätte ihn entwaffnen oder verwunden können. Doch ein kalter Stolz hatte mich gepackt. Und so erschlug ich ihn. Zog in den Krieg und kehrte niemals zurück. Das Böse gewann immer mehr Macht über mich, bis ich grausam wurde. Ein tyrannischer Herrscher, ein Schrecken im Land. Und im Tod hielt mich das Böse noch enger umklammert als im Leben. Dank euch liegt all das hinter mir. Sir Caius und ich werden Seite an Seite nach Aetherius reisen, wie in alten Zeiten. Die Götter sind wahrlich gnädig. Ich dachte eben, ich rede hier mit Sir Caius, aber es ist jetzt Sir Berich. Wie kann ich euch... Ihr habt das Böse beseitigt, das erst durch meine eigene Schwäche entstehen konnte. Sir Berich ist wieder Teil unserer Gemeinschaft und wird es für immer und ewig bleiben. Moment, wie viele sind das eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warum sind das 10 Leute? Seid gegrüßt, Ritter. Also 10 mit Sir Amiel. Möge euer Schwert immer treffen. Mein Schwert trifft sowieso immer. Ich bin super. Ich bin Gott. Oh. Da ist eben der Wurm lang gerannt. Ich stehe euch. Hallo Wurm. Lebt wohl. Ich nenne den nur Wurm, weil er klein ist, ne? Damit das jeder versteht. Moment, geh du bitte nochmal raus. Ist er raus? Er ist raus. Gut. Da habe ich wenigstens alle dabei, anstatt nur so ein Teil. Also manche reiten hier, manche reiten nicht. Ist mir auch egal. Ist mir einerlei. Ich möchte, dass möglichst wenige sterben. So, Avikanische See. Ja, ist ein bisschen nah an der See. Tschüss! Hab dich niemals gesehen, du Lich.
verfolgt er mich? Clipper, hi. Was ist denn das? Ah, Oblivion-Portal, okay. Aua. Ich möchte ungern schon vorher kämpfen. Aua. Wow. Boah, krass. Dieses Vieh. Ich habe nur diesen Schrei gehört und dann war auf einmal in meinem Gesicht so ein Tigervieh oder so. Löwe. Berglöwe. Wo heißt das? Sollte aufhören, so zu reden. Ziemlich behindert. Moment. Ich brauche mein unheiliges Schwert. Jetzt möchte ich wieder mein heiliges Schwert ausrüsten. Dann möchte ich den Schnellreisepunkt. Dann möchte ich nach Braville. Ich habe Galas Malatar erreicht. Mein Todfeind Umaril, der Ungefiederte, erwartet mich drin. Als letzte Aufgabe bei meiner heiligen Mission muss ich ihn finden und vernichten. So. Ja, das mache ich jetzt noch in der Folge. Dann gehe ich nochmal hier hin. Gebe das Zeug ab. Und repariere eventuell. Habt Mitleid mit einem alten Kriegsveteran. Was mir der alte Berglöwe da kaputt gemacht hat. Weiß er, was kaputt gemacht hat. Und dann gehe ich wieder zurück und kämpfe. Das dauert lang. Ich habe hier Zeug. Ja, richtig. Warum ist eigentlich Berglöwenfell so schwer? Die sind nicht größer als ein Wolf. Ich weiß nicht, ob ich meine richtige Rüstung behalten will oder ab sofort die heilige Rüstung benutzen will. Also es ist ja schon verlockend, so eine heilige Rüstung. Einen Wunsch. Ich bin recht praktisch begabt. Du bist praktisch begabt. Sag an. Okay. Das andere Zeug kann ich sowieso nicht benutzen. Geht dort. Ich speichere nochmal. Sicherheit. Und jetzt auf zu Galas Malatar. Malach Mahei. Entschuldigung. Zusammen. Oder ohne meine Soldaten. Also sie sind ja schon cool aus, wie die da alle rumstehen. Aber ich hätte die gerne... ungerne dabei. Ich hätte sie gerne nicht dabei, aber ungerne dabei. So, was passiert, wenn ich jetzt reingehe? Folgen mir nicht. Okay. Dann laufe ich erstmal so hier durch. Ich nehme es zurück. Wir haben sie überrumpelt. Moment. Dann will ich nochmal das hier laden. Dann stelle ich mich dahinter, beende die Folge, rede mit denen, weil sie sowieso kommen. Quatsch. Ach. Blödsinn. Nicht doppelt speichern. Aber sieht cool aus. Schon cool aus mit den roten Schilden da. Ja, bitte. Ich stehe bereit, Kreuzritterfürst. Sollen wir Galas Malatar angreifen? Natürlich, Kommandant. Ich stehe bereit, Kreuzer. Werden mir alle dasselbe sagen. Seid begrüßt, Wetter. Gut, dann beende ich hier die Folge und wir sehen uns dann in der nächsten, wenn wir den Außenposten stürmen. Bis zum nächsten Mal.